Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fortnite News hier auf meinem Kanal. Wenn euch dieses Format gefällt und ihr vielleicht in Zukunft mehr davon sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. In der heutigen Ausgabe der Fortnite News dreht sich alles um die Mobile-Edition von Fortnite, also quasi Fortnite auf dem Handy. Denn Epic Games hat eine ziemlich große Ankündigung rausgehauen mit vielen neuen Informationen und Einblicken in die aktuellen und zukünftigen Updates, die in der Mobile-Edition kommen werden. Das Ganze ist ja aktuell nur auf den iOS-Geräten, also sowas wie iPhone oder iPad spielbar. Das heißt, jeder, der ein iOS-Gerät besitzt, was die ausreichende Leistung hat, kann Fortnite auf diesem Gerät kostenlos spielen. Und da das Ganze auch relativ gut ankam, haben sie jetzt einige Updates gemacht, um quasi die Benutzung davon nochmal zu verbessern. Zum Beispiel haben sie das HUD angepasst, also das quasi User Interface, die Buttons, wie man damit umgeht, also wo die Knöpfe sind und wo man was drücken kann. Und zwar haben sie eine Funktion hinzugefügt, mit der es möglich ist, quasi die einzelnen Tasten auf dem Bildschirm zu verändern, also die zu verschieben und so anzuordnen, wie es einem selber quasi am angenehmsten ist, wie man selber am besten damit spielen kann. Was natürlich für ein Handyspiel extrem angenehm ist, denn Leute haben verschiedene Größen von iPhones zum Beispiel oder iPads und da ist es natürlich wichtig, dass jeder so dasselbe anpassen kann, wie er möchte. Am PC geht das ja, indem man sich einfach eine andere Tastatur, Maus kauft oder mit dem Controller halt was verändert. Das ging halt bisher auf der Mobile Edition nicht, aber mit dem neuen Blueprint-Feature könnt ihr das dann wirklich nach eurem Belieben anpassen. Außerdem wollen sie noch einige Verbesserungen mit diesen Controls machen, zum Beispiel halt was Autorun angeht, also dass man automatisch sprinten kann oder dass man noch neue Wege hat, um feuern zu können, weil das Ganze ist manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig und sie werden halt verschiedene Funktionen hinzufügen und man kann selber entscheiden, welche man davon nutzen will und was halt selber für einen am besten funktioniert. Das finde ich nochmal ziemlich cool, dass sie die Bedienung verbessern und quasi durch den Nutzer anpassen lassen, denn das ist so, glaube ich, der größte Knackpunkt bei der Mobile Edition, die Benutzungsfreundlichkeit. Denn viele Leute, die dann zum Beispiel PlayStation, PC, Xbox oder sonstiges gewohnt sind. Und für die fällt es manchmal ein bisschen schwer, auf dem Handy dann zu spielen, da man dort doch ziemlich eingeschränkt ist im Vergleich zum Beispiel zum PC. Wenn man mit Maus und Tastatur die ganze Zeit spielt, dann ist es natürlich viel angenehmer damit, als wenn man auf dem Handy irgendwo rumklicken muss, das Ganze auf dem Bildschirm noch selbst ist, dadurch quasi ein Teil des Bildschirms verdeckt ist. Und dass sie dann dem Nutzer die Möglichkeit geben, das selber anzupassen, so wie man es selber möchte, und es quasi zum Beispiel auf die Größe der Hände und sowas anzupassen, das finde ich echt super. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die leider viele Handy-Games nicht haben, weshalb es mich freut, dass Fortnite das Ganze auch einbaut. Zusätzlich arbeiten sie noch am Voice-Chat, denn im Moment hat die Mobile Edition für Fortnite noch keinen Voice-Chat, also keine Möglichkeit, irgendwie mit seinen Freunden und Teammates zu reden. Das Ganze wollen sie ändern und damit halt endlich eine Möglichkeit bringen, wie man auch in-game mit seinen Freunden reden kann. Außerdem soll es dann auch Knöpfe dafür geben, dass man sich quasi muten kann, also dass man halt nicht die ganze Zeit hörbar ist, sondern dass man nur dann hörbar ist, wenn man es auch wirklich möchte. Also all diese Funktionen, die wir auch von der PlayStation oder dem PC aus kennen, finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und außerdem haben sie angekündigt, dass dieser Voice-Chat sogar plattformübergreifend ist. Das heißt also, ihr könnt quasi vom Handy aus mit Leuten am PC und an der PlayStation reden und ihr hört diese natürlich dann auch, was ich extrem geil finde, denn Crossplay sollte sich nicht nur auf das Game selbst beziehen, sondern dass auch der Voice-Chat darüber funktioniert, ist halt für mich extrem wichtig und eine wirkliche Kernfunktion, weshalb es mich echt freut, dass sie daran arbeiten. Als nächstes haben wir dann einen wirklichen Kernpunkt zum Thema Mobile-Edition von Fortnite, nämlich Android. Da das Ganze ja aktuell nur für iOS-Geräte verfügbar ist, also man wirklich nur mit iPad, iPhone und so weiter spielen kann, ist es natürlich ziemlich beschränkt, denn die Mehrheit der Community nutzt ja wirklich Android. Ich habe mal im Livestream auf Versuchung gefragt, hey, habt ihr iOS oder Android? Und die absolute Mehrheit der Community hatte da ein Android-Gerät und die können ja alle aktuell noch nicht spielen. Deswegen warten extrem viele Leute auf den Release für Android. Und gerade diese Leute würde es freuen, dass Fortnite bekannt gegeben hat, dass sie noch versuchen, diesen Sommer Fortnite auf Android zu releasen, dass ihr das wirklich auf jedem kompatiblen Android-Device spielen könnt. Und sie haben auch gesagt, dass sobald sie weitere Informationen und genauere Daten zum Release-Zeitpunkt haben, dass sie das dann sofort bekannt geben werden. Man darf also echt gespannt sein. Ich glaube, das wird richtig abgehen, sobald es für Android verfügbar ist, denn aktuell ist es ja wirklich nur ein kleiner Teil der Community, die das spielen kann und jetzt wird es schon recht gut genutzt und mal schauen, wie das dann explodiert, wenn es dann auch wirklich für Android verfügbar ist und dann damit quasi für die gesamte Plattform. Wird, glaube ich, ziemlich cool werden. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr ein iOS oder ein Android-Gerät habt. Können wir mal so ein bisschen vergleichen. Als letztes hat Fortnite noch angekündigt, dass sie die Größe des Spiels, also quasi den Speicherplatz auf dem Handy reduzieren wollen. Im Moment verbraucht das Spiel noch relativ viel Speicherplatz und auch die Updates sind immer ziemlich groß, die man da runterladen muss. Das Ganze wollen sie komprimieren und damit halt kleiner machen und auch die Möglichkeit hinzufügen, dann Updates im Hintergrund herunterzuladen. Ja, ist eine echt nice Verbesserung, denn ich glaube, viele kennen das Problem mit dem Speicherplatz auf dem Handy, dass der irgendwann knapp wird und wenn dann die Hälfte nur für Fortnite drauf geht, ist natürlich nicht so cool. Deswegen finde ich es cool, dass sie auch daran arbeiten. Zusätzlich arbeiten sie auch noch an der Spielperformance, das heißt also, wie effizient es läuft und wie viel Batterie es verbraucht. Sie werden zum Beispiel einen Energiesparmodus hinzufügen und die Möglichkeit bieten, dass man die Grafik etwas runterstellen kann, um dann quasi mehr Akku
Akku zu sparen. Alles Dinge, die man vor allen Dingen am Handy halt extrem gut brauchen kann, wenn man unterwegs ist, nicht so viel Akku hat und halt trotzdem ein bisschen spielen möchte, ohne dass dein Handy nach 10 Minuten direkt ausgeht. Einfach weil der Akku alle ist. Insgesamt also ein extrem cooles Update. Mich freut es wirklich, dass sie daran arbeiten, denn ich habe selber auch schon vorhin auf dem Handy viel gespielt. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich cool, dass man es jetzt auf Mobile spielen kann. Für mich gab es halt noch ein paar Punkte, die das Ganze so ein bisschen beeinträchtigt haben. Zum Beispiel halt die Controls, die man jetzt anpassen kann oder der Voice Chat und auch so ein bisschen die Performance, also dass es bei mir auf dem iPhone manchmal ein bisschen geleckt hat. Und ja, wenn sie das Ganze wirklich noch verbessern, dann glaube ich, könnte das halt extrem abgehen mit dem Spiel. Es ist ja jetzt schon im App Store durch die Decke gegangen und ich bin gespannt, wie das dann noch abgeht, wenn jetzt Android auch noch dazu kommt. Ja, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben und auch, ob ihr vielleicht schon mal, wenn ihr ein iOS-Gerät habt, ob ich euch da schon mal Fortnite runtergeladen habt und es mal ausgetestet habt. Ja, dann sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da und falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch gerne noch tun. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.